Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe mir heute überlegt, dass ich wieder ein Ask Lola mache, aber nicht alleine. Und zwar habe ich mir die liebe Andrea dazu geholt. Sie kann sich jetzt einfach mal selber kurz vorstellen. Ich schreibe auf meinem Blog Andy Sparkles über Mode, Beauty und Lifestyle-Themen und ich habe auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Genau, ich setze euch das alles in die Infobox, die ganzen Links von ihrem Blog. Also ich liebe ihre Outfit-Posts, die sie von ihrer Schwester immer fotografieren lässt, weil die immer super professionell aussehen und das könnt ihr euch alle mal anschauen. Aber heute geht es nicht um Outfits und auch nicht um Mode, sondern wir wollen mal wieder ein paar Fragen von euch behandeln, was so zum Thema Männer und Frauen in die Richtung geht. Und da haben wir uns mal die vier interessantesten Fragen rausgesucht und ich versuche die jetzt mal so knapp wie es geht, aber mit so viel Information wie es geht zu beantworten. Ja, die erste Frage, die dreht sich jetzt gerade um ein Thema, wo ich gestern noch einen Film geschaut habe. Ich habe gestern Also dieser Film mit Til Schweiger. Til Schweiger, ja. Ja, kennst du den? Mhm. Ja, und darum geht es jetzt auch. Wie ist das Dates mit Behinderung? Was sagst du dazu? Handicap bei Männern? Date, ja oder nein? Genau. Also, grundsätzlich ist es ein ganz, ganz pikantes Thema. Und ich würde mir auch niemals anmaßen, dass ich wirklich jetzt so einen Grundfall beschreiben und es dann immer genau so ist. Das ist es sowieso nie. Das muss man von Situation zu Situation bewerten. Und ich will mich deswegen jetzt bei der Frage auch nicht auf eine geistige Behinderung beziehen, weil ich davon einfach nicht genug weiß, dass ich mir da anmaßen könnte, was so zu sagen. Deswegen würde ich mich jetzt in dem Fall gerne auf das Thema körperliche Behinderung beziehen. Das heißt, es kann damit anfangen, es war jetzt ein Mann, der gefragt hat, deswegen beziehe ich mich jetzt auf die Männer. Ein Mann, der lispelt, ist jetzt keine Behinderung, aber es ist vielleicht für ihn selber eine Einschränkung. Oder, okay, ein Mann, der körperlich behindert ist, der vielleicht Muskelschwund hat, der leider im Rollstuhl sitzt. Das sind alles Barrieren, die man irgendwie überwinden muss als Mann, weil man ja dann Hemmung hat, eine Frau anzusprechen. Und ich würde auf keinen Fall sagen, weil die Frage war ja jetzt ein Date, ja oder nein, natürlich, klar, warum sollte man kein Date haben, wenn man eine körperliche Behinderung hat? Das ist doch kein Hindernis. Ihr findet trotzdem in der Welt, was heißt trotzdem, ihr findet in der Welt genug Menschen, die euch lieben, so wie ihr seid. Und da ist es vollkommen egal, ob ihr schielt, ob ihr lispelt oder ob ihr im Rollstuhl sitzt. Ihr seid trotzdem ein ganz normaler Mensch. Ja, das sehe ich auch so. Und ich verstehe es trotzdem, dass man... Okay, was heißt ihr? Nein, nicht ich verstehe es. Das ist für mich schon wieder zu überheblich. Ich kann erahnen, wie ihr euch fühlt. Und deswegen verstehe ich trotzdem, dass man schüchterner ist und dass man mehr Angst hat. Oder dass man auch Angst hat, wieso redet die jetzt mit mir, wieso trifft die sich mit mir, hat die nur Mitleid? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die sich viele stellen, oder? Und trotzdem steht da drüber. Das ist wirklich, da kann man jetzt ganz lang drüber reden. Aber um es jetzt mal ganz knapp zu sagen, akzeptiert euch, wie ihr seid und steht da drüber, lernt es auch mit dem Erwachsenwerden. Macht euch nicht verrückt und dann findet wirklich eine Person, die euch will und der es egal ist, ob ihr jetzt eine Behinderung habt oder nicht, sondern die diesen Mensch dahinter sieht. Ja. Genau. Okay. Da kommen wir zur zweiten Frage. Die ist jetzt auch sehr interessant und zwar, meine Freundin ist fremdgegangen. Deine Freundin? Nein, nicht meine Freundin. Nein, also das hat jemand beschrieben. Ja, genau. Meine Freundin ist fremdgegangen und ich liebe sie so sehr. Also was machen? Verzeihen und nicht verzeihen, was sagst du? Kann man das pauschal beantworten? Nee, kannst du nicht. Kann man nie. Aber was du auf jeden Fall, was ich euch sagen muss, was ihr niemals machen dürft, sich rächen, absolut infantil. Nicht rächen, also das heißt nicht auf einmal, ach echt, mein Freund schreibt jetzt mit der und der, na okay, dann schreibe ich jetzt auch mal mit irgendeinem Typ. Nein, tut es nicht, tut es nicht. Das ist, ihr könnt nicht Gleiches mit Gleichem irgendwie vergelten, sagt man das so, vergelten? Nein, also auf jeden Fall Auge irgendwie... Auge um Auge, Zahn, das, nein, so läuft das nicht. Wenn ihr eine normale Beziehung haben wollt, mit Zukunft, ja, dann läuft sowas nicht, also auf keinen Fall rächen. Okay, was solltet ihr auch nicht tun? Ihr solltet euch das nicht gefallen lassen. Das heißt, ihr solltet nicht, wenn euch euer Freund das unter Tränen gesteht, solltet ihr nicht sagen, oh Baby, das tut dir anscheinend echt voll leid. Okay, vielleicht beim ersten Mal, sag ich mal, ihr müsst in euch reinfühlen, ob ihr euch gut damit fühlt. Und dann könnt ihr der Person verzeihen, wenn ihr sie nicht verlieren wollt und wenn ihr merkt, die zeigt Reue und sie macht es nicht mehr. So, natürlich kann man es nicht wissen, ob die Person es wieder macht. Ich glaube, es kommt auch viel auf die Umstände an, weil das jetzt irgendwie im Affekt oder... Betrunken, was auch keine Entschuldigung ist. Nee, aber nee. Trotzdem... Es ist trotzdem was anderes, als wenn man es über Monate plant und sich heimlich trifft und verabredet und genau. Am Ende noch öfters oder so, ne? Dass es nicht nur ein einmaliger Ausrutscher war. Dann ist natürlich auch die Frage, war das ein Kuss, war das Sex, war das Rummachen, war das lediglich Schreiben? Das sind alles verschiedene Schwierigkeiten, nee, nicht schwer... Oh Gott, ich habe so Wortfindungsstörungen. Schwerwiegend,
unterschiedlich schwerwiegend, naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und also genau, was ich gesagt habe, also auf keinen Fall rächen, auf keinen Fall direkt verzeihen, ohne so mal in sich reinzufühlen. Und was ihr auch auf keinen Fall machen dürft, die Person direkt in den Sand setzen, oh Gott, ich habe echt gerade Wort für mich schon, nicht in den Sand setzen, die Person direkt abschieben, solltet ihr auch nicht. Ihr solltet immer einen kurzen Moment durchatmen, die Situation mal von ein bisschen Abstand sehen, klar, ihr seid verletzt, klar, es ist super scheiße. Und dann solltet ihr überlegen, wie lange sind wir schon zusammen, wie viel bedeutet mir diese Person und wie sehr zeigt diese Person auch Reue? Tut ihr das leid? Die dritte Frage. Jetzt steht ja der Valentinstag vor der Tür. Mhm. Ist es zu aufdringlich, nach einem Date zu fragen oder nicht? Was meinst du? Ja. Valentinstag gehört den Pärchen, muss ich ganz klar sagen. Sicherlich ist es der einen oder anderen schon mal passiert, dass sie ein normales Date am Valentinstag hatte. Aber da steht ein gewisser Druck dahinter und da steht auch eine totale Erwartungshaltung dahinter. Weil es ist, Leute, es ist der Valentinstag. Ja, aber da wollte ich noch sagen, wenn man schon ein Date hat am Valentinstag, dann und man ist kein Paar, dann sollte man es nicht übertreiben. Weil meine Schwester ist das mal passiert und da hat der Typ Plastikrosen mitgebracht und ein Rap-Video auf YouTube gestellt. Also wirklich so. Ehrlich? Das auf keinen Fall. Keine Rosen, keine Plastikrosen und keine YouTube-Videos. Und jetzt geht's auch gleich weiter mit Dates. Sollte man über Facebook nach einem Date fragen oder lieber nicht im Internet? Beantworte ich in zwei Teilen die Frage. Also wenn ihr schon mit einer Frau, das ist der erste Teil meiner Beantwortung ist ein Wort. Okay, erster Teil. Schreibt man mit der Frau schon länger in Facebook und seid ihr über Facebook ins Gespräch gekommen, dann ja. Dann könnt ihr sie fragen, hey, gibst du mir deine Handynummer, wollen wir über WhatsApp weiterschreiben, beziehungsweise wollen wir mal kurz telefonieren und oder hast du Bock, dich zu treffen, dann ja. Aber was ihr auf keinen Fall machen solltet, hi, ich bin der bla bla bla. Oh mein Gott. Du bist mir gerade aufgefallen, weil dein Profilbild so schön ist und ich hatte mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Ins Kino? Nein, nein, nein. Das solltet ihr, das war jetzt der zweite Teil, nicht tun. Ihr könnt mit der Frau normal schreiben, wenn sie auch normal darauf eingeht. Und wenn ihr dann nach ein paar Wortwechseln das Gefühl habt, hey, das ist noch mir, fragt ihr nach der Handynummer, wenn sie da auch Bock drauf hat und dann nach dem Treffen. Aber niemals mit der Tür ins Haus fallen und sagen, boah, die finde ich geil, okay, das schreibe ich jetzt mal, vielleicht will die sich treffen. So, das waren unsere vier Fragen. Ich hoffe, es war für jeden so ein bisschen was dabei. Ich suche ja immer so ein bisschen die Fragen raus, die auch öfters gestellt werden. Aber schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare, ob euch das was geholfen hat oder ob ich vielleicht sogar auf eins dieser Teilbereiche ein bisschen näher eingehen soll, gerade vielleicht zur ersten Frage, ob ich da vielleicht so ein extra Video für drehen soll, ob euch das interessiert. Und gebt auf jeden Fall uns einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat, dass wir zusammen gedreht haben. Und ihr könnt auf jeden Fall auch mal bei Andreas Kanal vorbeischauen, weil wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein Video für ihren Kanal drehen. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!